Dann müsste das hier auch noch einer sein. Ja, 3 von 6 habe ich immerhin schon mal. Da hinten ist ein Archiv. Wühlen wir da mal rum. Ups. Okay, ich glaube, ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich wühle hier besser nicht rum, sonst stürzt hier alles ein. Na gut, all diese Regale sehen gleich aus. Wo fange ich an zu suchen? Zettelkatalog, hilf mir. Wer weiß, was noch alles in diesen Akten steht. Diese Akte sieht nach nichts Besonderem aus. Enzyklopädie-Band steht im Regal BXY. Blub, blub, blub. Okay. Nochmal persönliche Informationen. Beim Bart des Pinguins. In dieser Akte stehen dein Name, dein Geburtsdatum und Details über deine Abenteuer. Sogar deine... habe ich nicht mal lesen können, weil zu schnell. Nicht das richtige Regal, hier ist nichts. Ja, ein Regal XYZ. Ich muss mal nachgucken, welches Regal 4 hat er gesagt, ne? Beim Durchstöbern eines Archivs im dunklen Turm entdeckte ich eine Akte über mich selbst. Wer diese Informationen zusammentrug, hat mich offenbar bis zu meiner Ankunft im Kobaltreich beobachtet. Wer steckt dahinter? Was soll das alles? Also um Reihe 4. Band 5 steht in Regal BXY942. Wie finde ich das? ZV... BXY942. Da. Das ist eine sehr interessante Sortierung. Jeder Bibliothekar würde hier im Kreis springen. Also, jetzt habe ich 4 von 6. Ja. Kann ich hier noch andere gestapelte Bücher? Ja, ich kann hier auch noch eine Enzyklopädie und Geld klauen. Kommt davon, wenn man sein Zeug unbeobachtet hier rumliegen lässt und vor allen Dingen so unsortiert. Es fehlt mir immer noch ein Buch. Hier drin aber wohl nicht. Ah, hier kann ich noch Dinge verschlossen. Ich muss es auf andere Weise öffnen. Mit brutaler Gewalt. Spielzeugaffe. An der Drehorgel fehlt eine Kurbel. Naja, bitteschön. Da ist sie. Ich find so Spielzeuge echt immer creepy. Passiert das mit dem Affen? Ja, etwas Furchteinflößendes. Ich habe Band 4 gefunden. Jetzt habe ich alle Bücher. Verschlossene Schublade. Ha. Wie ich da rankomme, weiß ich noch nicht. Aber ich finde es heraus. Ich habe den Hamster von dem Typen auch immer noch nicht gefunden. Ebenso gewaltigen Haken im Maul. Ich habe ja nur das Wappen, aber das habe ich ja da rausgeklaut. Wir stellen mal die Enzyklopädien wieder hier rein. Sortiere die Bände, die alphabetisch von links nach rechts. Okay. A fängt mit einem Hufeisen an. Das ist schon mal richtig hier. Dann B so ein H. Dann habe ich hier so ein komisches C. Ist das jetzt C? So, dann habe ich hier noch ein L. Ein merkwürdiges L. Dann habe ich hier ein N. Mit einem Strich. Dieses hier. Ein längeres N mit einem Strich. Ich habe jetzt einmal das hier. Ein längeres N mit zwei Strichen finde ich gerade nicht. Und drei Wellen. Also die hier auf jeden Fall. Und dahin. Okay. Dann habe ich hier zwei Striche mit einem C oder so. Das IS habe ich hier. Könnte das hier sein? Dann noch so eine Welle oben mit zwei anderen Strichen drunter. Das hier. Ein H mit einem Pfeil darauf. Hierhin.
Und das E mit einem ausladenden Bogen nach links, das habe ich nicht. Das heißt, jetzt kommt das merkwürdig geformte Z. Das stimmt also auch schon mal. Hier muss dieses Buch dann hin. Dann habe ich hier das komische... das muss da hin, das muss da hin. Und dann stimmen die zwei, okay. Wir haben Bücher sortiert. Und einen Geheimgang geöffnet. Zu höchstwahrscheinlich einem Uhrturm. Schauen wir es uns mal an. Ich höre einen Hamster quietschen. Oder sowas in der Art. Hier fehlt eine Aussparung. Findet die richtige Reihenfolge heraus, um den Käfig zu öffnen. Wohl nicht. Hier. Da oben? Hier unten? Nein. Hier vielleicht? Nein. Ja, allzu viel Auswahl habe ich nicht mehr. So. Machen Hamster wirklich solche Geräusche? Ich weiß es nicht. Machen Hamster überhaupt Geräusche? 40 Minispiele ohne Überspringen, das ist schön. In der Geheimkammer des dunklen Turms den Hamster in weniger als 3 Minuten befreien. Ich bin mir nicht sicher, ob Hamster wirklich solche Geräusche machen. Knabber der Hamster. Ja, dass der sich hier die Zähne ausbeißt, ist klar. Der ist schon niedlich gemalt. Aber er hat Geld für mich, 6 von 6. Das heißt, ich kann dem Typen jetzt endlich wieder Dinge abkaufen. Hebelmechanismus, an dem ein Zahnrad fehlt. Das heißt, ich fange damit gar nichts an. So, da ist dein Hamster. Nimm ihn. Ah, du hast mir einen großen, großen Dienst erwiesen. Du hast Knabber gefunden. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Ja, jetzt verkaufst du mir deine Dietriche, ne? Nun, wie versprochen, zum Geizpreis von nur 6 Talern gehört dir diese edle Familienpack Dietriche. Absoluter Preisknaller. Normalerweise kosten sie das Dreifache. Nur solange der Vorrat reicht. Absolutes Sonderpreisangebot. Nur für dich. Soll ich es einwickeln? Ja, bitte. Okay, nimm dein Geld. Gib mir all deine Dietriche. Ich habe ein Familienset Dietriche gekauft. Es war sehr erfrischend, mit dir zu verhandeln. Bitteschön. Jetzt kann ich die Waren sogar mit gefundenem Geschenkpapier einwickeln. So, fertig. Schau bald wieder vorbei. Ja, vielen Dank auch. Ja. Eingepackte Dietriche. Vielen Dank auch. Kann ich damit jetzt hier das Zeug alles auseinanderrandalieren und mal die Angel holen? Geht das? Nein. Ich hab eine Angel routet. Das ist keine vollständige Angel hier. Naja, gut. Es ist 21 Uhr. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch erstmal genug aufgenommen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eure Serenity. Ah, Ness ist da. Erstens mal, also heute, der Tag, an dem ich aufnehme, das ist der zweite Teil einer Folge, ja. Das weiß ich noch. Happy Birthday, Ness, beziehungsweise Pubtato. Könnt mal auf ihren Kanal gucken. Pubtato Plays heißt der Kanal. Bislang hat sie auf Englisch gespielt. Und auch kommentiert. Und zwar kleine, wie heißt das? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. RPG-Games, so kleine süße Handheld-Games für den PC. So, und heute ist ihr Geburtstag, also Happy Birthday. Seid nett zu ihr und gratuliert ihr. Auch im Chat. So, wo war ich denn? Ach ja, die Angel hinter Panzerglas. Aber ich habe ein Set Dietrich hier, mit denen ich hier nirgendwo rankomme, weil ich keine Tür hier habe, ne? Nö. Also hier den Müll habe ich. Habe ich den Müll schon durchwühlt? Ah, dafür brauche ich wahrscheinlich meine Dietriche. Klicke von links nach rechts auf die Schlosssymbole unten, um die Stifte einrasten zu lassen. Klicke von links nach rechts auf die.
Ach so, ja. Ah, da war ich zu langsam. Richtige Reihenfolge zur richtigen Zeit. Ja. Nein! Da war ich zu ungeduldig. Wir warten. Ich bin zu ungeduldig bei sowas. Das war wohl richtig. Ich bin empört. Gut, dann warten wir halt auch nochmal. So, jetzt aber. Ich habe seit 9,x Jahren nicht so hochgeladen. Ist doch egal. Man pusht sich hier gegenseitig. So etwas. Die Dietriche waren in einem von Leodicis Plänen eingewickelt. Und das hält mir erst jetzt auf. Löwenwappen. Gut, ich klaue das Wappen. Und vielleicht spielen wir ja dann doch mal demnächst Golf zusammen. Vielleicht am Wochenende, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Das wird sehr lustig werden. Ja, das wunderbare Golf. Ach, hier ging es ja zur Bibliothek. Genau, hier brauche ich ja nichts mehr. Muss ich erstmal wieder gucken. Ich habe hier eine Angel... Ich habe hier einen Teil von einer Angelroute, aber da komme ich damit nicht raus. Was habe ich denn noch? Eine Taschenuhr, ein Schwertfischwappen und ein Löwenwappen. Wo muss ich denn das Zeug nochmal reinbasteln? Hier waren doch irgendwo Sachen noch, ne? Das passt hier ganz bestimmt nicht rein. Ne, da habe ich, glaube ich, eins rausgegraben, richtig? Ich brauche sowas wie eine Karte. Ich wüsste jetzt gerne, wo ich hin muss. Ich weiß schon wieder echt nicht, wo ich bin. Was war hier mit? An dem Mechanismus fehlt ein Zahnrad. Das hier sieht doch aus wie ein Zahnrad. Passt das nicht? Nö, schade. Nee, ich habe auch nur eine Angelroute. Wie komme ich denn hier raus? So. Ah ja, hier. Da sieh doch mal einer an. Dreh die Zahnräder, um die richtigen Symbole zu wählen. Wie eine Blume. Gewitter. Was mache ich denn da? Wolken? Was ist denn das? Schmuck, ne? Juwelen und ein Würmchen. Ein Würmchen wird groß und fett und wird zum Schmetterling. Es ist kein Wurm, es ist eine Raupe, Entschuldigung. Was habe ich jetzt genau hier getan? Ich habe meine Angelroute entriegelt. In einem sehr aufwendigen Verfahren. Na gut. Holen wir uns die Angelroute. Angelroute, herzlichen Glückwunsch, das könnte nützlich sein. Toll. So, muss ich die jetzt hier zusammenbasteln am Fenster? Ja, weil eigentlich muss ich die ja zusammen, weil das gehört an die Angelroute ran. Wohl nicht. Was kann ich denn noch mit der Angelroute hier irgendwo runterrouten und angeln? Ich frag mal meine Eule. In der Geheimkammer befinden sich einige silberne Zahnräder. Das ist genauso silbern wie unser Schwertfischwappen. Das Schwertfischwappen ist ein Zahnrad? Okay. Ich dachte, ich muss nach einem echten Zahnrad suchen. Ich weiß, ich habe die Schwertfische da gesehen, aber ich dachte jetzt nicht, dass das da hingehört. Ich soll die so drehen, dass die Symbole auf dem Wappen übereinstimmen. Ah ja, so. Dreht ihr euch alle allein? Ja, ihr dreht euch nicht gegenseitig. Das wäre schlimm. So, jetzt darf ich hier auch den Hebel betätigen. Was passiert jetzt? Ich mache den Schwertfisch auf, okay. Ich muss also doch nichts reinklatschen, um den Schwertfisch zu holen. Ich musste das hier aufmachen. Ein großer Fisch und er hat einen spitzen Haken im Maul. Jetzt habe ich eine komplette Angelroute. Okay, ah, das hat noch gefehlt. So, vollständige Angelroute. Es ist auch sehr schön, dass dieses Papier so gnädig ist, so lange darauf zu warten, bis ich meine Angel fertig habe. Haben wir ja alles. Jetzt können wir zurückgehen, wo auch immer das noch gleich war. Da oben. Guter Herr, deine Pläne. Beim Satze des Pythagoras, du hast alle Pläne gefunden. Gut, jetzt zeige ich dir, wie du sie anordnen musst. Flugmaschine, repariere sie. Aha, na toll. Au, au, ich darf wieder basteln.
Ja, ich freue mich sehr. Ich probiere das mal da unten reinzustopfen. Das könnte passen. Oder auch sehr falsch sein. So, wo könntest du denn hinkommen? Das macht keinen Sinn. Hier rein geht auch nicht. Das heißt, ich drehe dich mal andersrum. So rum wollte ich dich eigentlich nicht. Ich wollte dich so rum haben. Passt du theoretisch hier oder da rein? Ich mach es mal hier hinein. Habe ich dich. Wo könntest du reinpassen? So schon mal nicht. Das ist auch nicht so richtig. Das ist... Nee. Gefällt mir noch nicht. Nein, nein, nein. Das könnte theoretisch auch irgendwo hier reinpassen, aber... Ich fürchte, dass das da unten nicht so ganz richtig... Obwohl... Das... Doch. Das könnte irgendwie Form annehmen. Und jetzt muss ich das irgendwie hier... Nein, das war zu übereifrig. Oder? Nein, passt. Ich hab's hingekriegt. Ich bin normalerweise super schlecht in sowas. Ich habe es sehr aufgeregt geschafft. Du hast die Flugmaschine repariert. Fliege damit zum Pilzwald im Nordwesten. Das Orakel der Zwerge kann mir eventuell weiterhelfen. Verlies verlassen. Dunkler Turm abgeschlossen. Dunkle Turm in 1,5 Stunden oder weniger. Hoffentlich weniger. Take flight, Princess. Flee in the night. On silent wings she flew to the fungal forest under the gentle night's hue, seeking knowledge to return the true king his due. Kapitel 3, der Pilzwald. Wunderbar. Ach, das Böse naht! Das Böse naht! Lauft! Lauft alle weg! Ich bin nicht das Böse. Wie unkultiviert. Dabei kennen sie dich doch noch nicht einmal. Das sehe ich aber genauso. Okay, ich klaue aber schon mal eine Lampe. Das macht immer einen sehr guten Eindruck. Ich sag erstmal, ich bin nicht böse, aber ich klaue denen das ganze Zeug immer unterm Hintern weg. Wer bist du? Zwergenältester, okay. Sei gegrüßt, ich bin der Älteste des Stammes des heiligen Lichts und heiße leuchtendes Licht der Helligkeit. Man muss es auch kompliziert machen. Menschenkind, du betrittst unser Dorf wie schon jemand vor dir, aber er war böse. Sprich mit dem Weisen, er wird dich prüfen. Ich dachte, du als Ältester bist auch gleichzeitig der Weise, aber wohl nicht. Ich sollte erst Vertrauen gewinnen, bevor ich hier etwas berühre. Ja, das ist tatsächlich. Ja. Der Zwergenälteste starrt mich an. Ich darf mich jetzt was nicht unbeliebt machen. Das ist tatsächlich mal ein sehr kluger Schachzug. Normalerweise interessiert dir das ja alles nicht und ich kann dir das Zeug unterm Hintern wegklauen, aber ja. Möge dich der Friede lenken, Licht in der Finsternis. Woher wissen wir das alle? Du hast viele Fragen, aber alles zu seiner Zeit. Ersuchst du die Prüfung der Reinheit? Sie ist ganz einfach. Finde eine silberne Lichtspore irgendwo im Dorf und bringe sie mir. Silberne Lichtsporen sind Symbole der Reinheit und erscheinen nur in der Gegenwart einer Person, die ein reines Herz hat. Das ist die Prüfung. Möge Weisheit dich lenken, Sophia. Warum weißt du meinen Namen? Höflich, wortkarg und freundlich. Diese Weise ist mir sehr sympathisch. Moment. Woher wusste er deinen Namen? Sogar die Eule fragt das. Sogar der Eule fällt das auf, dass hier alle wissen, wer ich bin. Malsachen. Was könnte ich hier pflanzen? Oh, das ohne Sonnenlicht gedeiht. Ja, Pilztroge steht ja dran. Blumenerde. Die darf ich aber klauen. Und dann sie zum Zeichnen mit Tinte, okay. Das darf ich klauen, aber... Hier, das sieht aus, als müsste ich mir das merken. Ein Herz, ein Mond, ein Stern und eine Raute. Da ist noch ein Gemälde. Das Gemälde sieht neu aus. Es sieht aus wie eine Kobold-Streiteinheit. Du betrachtest das Bild. Ja, hier ist der komische neue König. Also das muss wirklich sehr, sehr neu sein, weil der sich ja vorhin erst zum König aufgeschwungen hat.
Es erzählt von Grummels Überfall auf das Zwergendorf und von Grummels bösem Charakter. Wie komme ich hier wieder raus? So.